Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück zu einem grandios, famosen, spannenden Duell im Grimassenschneiden. Ich habe inzwischen eine Theorie, wie man das Ganze gewinnt. Und zwar darf ich ja weder meine Grimassen wiederholen, noch ihn kopieren. Also habe ich mir mal einen Zettel und einen Stift rausgeholt. Ahoi. Und dann probieren wir es nochmal. Was jetzt? Und noch eine Runde. Hast du noch nicht die Nase voll, Puppengesicht? Bereit? Ich beginne. Das ist... widerwärtig, Strabismus, alter Knacker. Jetzt bekommst du ein Problem. Stinkend, Fischauge, Fiesling. Hier kommt... stinkend, Fischauge, Fiesling. Krass. Cheap Whistle hat Runde 1 überstanden. Ganz nett. Aber kannst du das hier toppen? Hier kommt... genervt, frisiert, Affe. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. So. Er hat... vermummt, schielend, irrer. Das gibt's doch nicht. Ich habe dir alle Grimassen gezeigt, die ich kenne. Unfassbar. Threepwood hat den erlauchten Prinzen der Visage geschlagen. Bravo. Na, wer ist jetzt das Beispiel für fehlende Originalität? Nicht originell? Ich? Wenn du das sagst, Kleiner... Ich hab dich besiegt, also fordere ich deine Stimme. Ist das so? Hätte ich fast vergessen. Was vergessen? Ich hatte dieses alte Ding bei mir rumliegen. Alter Falter, ist das möglich? Heiliger Strohsack! Das ist Burgeye! Selten gesehen, Brüder und Schwestern. Wenn der Herausforderer das nicht toppt, ist der Wettbewerb zu Ende. Meinst du etwa, ich soll mir beide Augen herausholen? Wow, das ist extrem. Er hat ganz klar gegen die Regeln verstoßen. Welche Regel soll das sein? Jedenfalls sollte es eine Regel gegen den Einsatz der irren Augen geben. Ich habe zumindest einen Kampf geboten. Kannst du mir nicht einfach deine Stimme geben? Ich habe meine Bedingungen klar umrissen. Wie wär's? Deine Stimme für diese feine Lederjacke. Ach, weißt du, ich war schon auf dem Markt. Aber nein. Ich war die ganze Zeit chancenlos, ja? Hast aber lang gebraucht, um das zu durchschauen. Deine Stimme, sonst bist du ein toter Mann. Flüchten wir uns in leere Drohungen? Viel Glück. Du stiehlst mir meine Zeit. Ich hab dein Rumgehüpfe satt. Ich hab die Nase voll von deinen bescheuerten Grimassen und ich bin schon ganz krank wegen... Wow, vielleicht bist du ja einfach nur krank, Bruder. Du feiger Deserteur! Ich hab die Seelen von Männern vernichtet, die 10-mal so stark waren wie du! Und beim Mittagessen hatte ich sie schon wieder vergessen! Du tust jetzt, was ich sage, sonst wirst du dir für den Rest deines kurzen Lebens wünschen, den Namen Threepwood nie gehört zu haben! Wow. Das ist die brutale, grüne Dämonengrimasse. Threepwood gewinnt mit der ekligsten Visage diesseits des Hypothalamus. Ja? Na gut, er gewinnt. Meine Stimme gehört dir, aber ich werde dich im Auge behalten. Yay, schön. Wir haben es geschafft. Dann können wir doch jetzt mal eine Abstimmung einleiten. Ahoi. Was jetzt? Okay, stimmen wir ab. Ich glaube, ich habe gute Chancen. Sehr gerne. Meine Herren, unsere Goldlocke hier würde gerne der Bruderschaft beitreten. Klasse. Wir haben Wahlen, meine Lieblingszeit. Bruder Nugi,
Die Aufnahme eines gewissen Guybrush Threepwood betreffend. Was sagst du dazu? Also, ja. Ich stimme mit Ja. Ich glaube, er wird die Stimmung heben. Fragwürdig. Bruder Moose, was sagst du? Ich schließe mich hier meinem kleinen Santino an. Nun, Threepwood hat mir erst vor kurzem einen außergewöhnlichen Gefallen erwiesen. Wie lautet also deine Entscheidung? Natürlich lautet meine Entscheidung... Nein, niemals. Ich würde es ihm niemals erlauben, sich an der Freude, ein Bruder zu sein, zu weiden. Was? Ich hab dir einen Körper besorgt. Was meinen Verrat nur noch teuflischer macht. Ich bin der König der Folter. Ich werde deine Seele bis in alle Ewigkeit quälen. Ja, Nein-Stimme, Bruder. Das macht zwei Nein-Stimmen. Ich stimme mit Nein. Hey, hast du nicht gesagt, dass ich locker dabei bin, wenn ich dich beim Piratengrimassen-Duell bezwinge? Naja, Mann. Ich finde, du musst erst noch deinen Teil der Abmachung erfüllen. Oh, also gut. Aber nur, um die Integrität der Bruderschaft aufrechtzuerhalten. Ein Sieg der Bürokratie. Ah, tut mir leid. Die Aufnahme kann nur durch einstimmige Wahl erfolgen. Wie wär's mit einfacher Mehrheit und Abklatschen? Da wird wohl nichts draus. Ah, Murray! Okay, du bist der König der Folter, dann probier mir doch mal unser neues Folterhandbuch an dir aus. Hey Murray, bist du an diesem Folterhandbuch interessiert? Haha, ich schrieb ein Buch über Folter. Zum Beispiel, einen Mann wegen seiner größten Wünsche zu verspotten, ist eine gute Form der psychologischen Kriegsführung. Die Brennnessel übrigens auch. Wie kommt's? Sehnst du dich danach, die unglaublichen Vorteile der Mitgliedschaft in der Bruderschaft zu nutzen? Klar, das wäre in Ordnung. Nun, ich werde dich nie reinlassen. Niemals! Bereitet es dir Bauchschmerzen, Threepwood? Erfüllt es dich mit schmerzhafter Traurigkeit und Blähungen? Ja, irgendwie schon, aber ich glaube, ich habe vorhin noch etwas Galle geschluckt. Hallo, Santino. Aloha! Wo ist das Problem? Ich tu dir einen Gefallen und so zahlst du es mir zurück? Glaubst du, ich, Mary, der dämonische Schädel, würde dir jemals die Freude gönnen, in der Bruderschaft willkommen zu sein? Ja, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Ich würde lieber zu Staub zerfallen, als zur Aufnahmezeit ein Lächeln auf deinem Gesicht zu sehen. Natürlich, wenn ich dich vor Leid heulen sehen könnte während der Einführungszeit, hättest du meine Stimme. Weißt du, ich habe dich auf diese Welt der Zweibeiner gebracht. Ich kann dich auch genauso schnell wieder hinaus befördern. Drohungen werden mich nie umstimmen. Du wirst niemals meine Stimme für die Bruderschaft bekommen. Wo ist das Problem? Ich tu dir einen Gefallen und so zahlst du es mir zurück? Ich würde lieber zu Staub zerfallen, als zur Aufnahmezeit ein Lächeln auf deinem Gesicht zu sehen. Natürlich, wenn ich dich vor Leid heulen sehen könnte während der Einführungszeit, hättest du meine Stimme. Vor Leid heulen. Später, pass auf dich auf, Windbeutel. Vor Leid heulen. Komm schon, je weniger man vergeudet, desto mehr hat man davon, Bruder. Okay, wir trinken mal einen Schluck, glaube ich. Ja, Bruder, schön zu sehen, dass du Spaß hast. Okay, trinken wir das doch mal. Können wir das morgen geben? Welcher Sekret? Hör auf mit der Verkostung und bring uns hier raus. Okay. Wir sollen weinen. Dieses Buch ist voll mit magenumdrehenden Foltermethoden. Wirklich, es gibt ein Gerät, das Magenumdreher heißt. Kann ich Nugi das Sekret geben? Welcher Sekret? Nein, ich rühre das Zeug nicht an. Nugi, mein Freund! Danke für die Stimme. Ich danke dir.
Ich glaube, ich habe mit dieser brandheißen Piratenjägerin eine Zukunft. Oh, Nugi, du tschüss, bist Nugi. Süß. Tschüss. Ahoi! Was jetzt? Danke für die Stimme. Nicht gern geschehen. Oh. Bis dann, Buggy Bilgewater. Mach's gut, Threepwas. Ist er nicht lieb? Okay. Er würde uns gern weinen sehen bei der... Ich wette, der alte Fischeis war ein Held bei den bärtigen Damen. Wir müssen irgendwas machen, damit wir weinen. Müssen wir das Säuresekret trinken? Ich habe gerade keine Ahnung. Hab ich dich. Nugi, mein Freund. Mir gefällt der Beat. Aber wie wär's mit etwas Lebhafterem? In etwa so? Da stehe ich total drauf. Okay. Ich brauche eine Idee. Ein Becher Galle? Ha! Ich bin doch nicht von gestern. Wenn du glaubst, du könntest den Zerstörer der Welten mit einem vergifteten Getränk töten, hast du falsch gedacht. Jeder Saugwurm, den ich vergeude, bedeutet einen mehr, den ich für die Kava sammeln muss. Hey Mo! Was ist denn? Okay, hier kann ich auch nichts machen. Ich komme später wieder. Lass dir ruhig Zeit. Ich soll heulen dabei. Wie gut, dass mir Elaine ihren Ehering gegeben hat. Sie ist so verpockt, dass sie ihn sofort gegen einen Krug Grog eingetauscht hätte. Ich glaube, es ist mal wieder offensichtlich und ich sehe es nicht. Sir, wenn ich etwas sagen dürfte. Wie geht's Ihnen, Winslow? Kann ich Ihnen etwas bringen? Einen Becher Gallenflüssigkeit vielleicht? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich, gerade als ich mich etwas ausruhen wollte, auf etwas Beunruhigendes stieß. Nicht schon wieder ein Ausbruch der polynesischen Bettmilben? Nein, das können Sie mir glauben. Ich habe zwischen den Laken schon manch Beunruhigendes gesehen. Was ist es dann, Winslow? Ich glaube, eine Drohung, Sir. Ich ließ sie drüben am Landungssteg. Da war eine Nachricht dabei. Das erwartet denjenigen, der sich mit der Bruderschaft anlegt. Heiliges Krümelmonster! Ich liebe so etwas. Und ein Seepferdchenkopf! Oh, die Anspielung an den Paten. Okay, jetzt haben wir einen Seepferdchenkopf.
Ein Seepferdchenkopf. Riesenseekühe essen die Dinger wie Cracker. Mann, wenn jemand kleine, fischförmige Cracker für Menschen machen würde, würde er ohne Ende Geld scheffeln. Winslow! Ich bin nicht Ihre dralle Freundin, Captain Skippy! Sprechen Sie meinen Namen voll Ehrfurcht, sonst bekommen Sie den Zorn meines Entermessers zu spüren! Puh. Okay. Wir haben jetzt einen Seepferdchenkopf. Können wir damit irgendwie Murray umstimmen? Was ist das eigentlich? Gaumenzäpfchen. Oh. Ah, Seekuh-Gaumenzäpfchen. In manchen Kulturen ist das eine Delikatesse. Glaube ich nicht. Benutze Kopf mit Murray. Weißt du etwas über einen Seepferdchenkopf in meinem Bett? Ich war's nicht, aber ich wünschte, ich wäre es gewesen. Weißt du etwas über einen Seepferdchenkopf in meinem Bett? Ein totes Seepferdchen. Schade. Jemand hat einen Seepferdchenkopf in meinem Bett hinterlassen. Ich glaube, das war eine Drohung. Und wie fühlst du dich dabei? Nun, zuerst hatte ich Angst und dann war ich enttäuscht. Moment, das ist dir egal, oder? Nein, nicht wirklich. Ich finde vom Animationsstil her, erinnert mich Morgan immer so ein bisschen an Hotel Transylvanien. Weißt du etwas über einen Seepferdchenkopf in meinem Bett? Klingt wie eine erfundene Behauptung, ohne Hand und Fuß. Ich habe den Beweis gleich hier. Keine Ahnung, du redest. Gefällt es dir, einen stinkigen Kadaver rumzuschleppen? Was ich in meine Taschen stecke, ist meine Sache, Stinkei. Ich glaube, das war dann wohl eventuell Nugi oder Dekava. Weißt du etwas über einen Seepferdchenkopf in meinem Bett? Gibt es nicht. Mir wird schon beim Gedanken daran schlecht. Oh, einer nach dem anderen. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist, dass sie meine Hose bevölkern. Okay, dann halt nur einen Saugwurm. Hat das mal jemand ausprobiert? Hat mal wirklich jemand hier in dem Spiel 100.000 Saugwürmer gesammelt, um zu gucken, ob das dann funktioniert? Ich habe einen Seepferdchenkopf gefunden. Ha! Ein beschworenes Seepferdchen aus Spinner Cay. Ein Leckerbissen für Seekühe. Okay. Was mache ich dann jetzt? Ich muss bei der Abstimmung irgendwie weinen. Wenn ich mich etwas anstrenge, kann ich den Einband dieser beiden Bücher vertauschen. Das bringt mir was? Murray? Santino? Möchtest du dir mal das Handbuch für neue Mitglieder der Bruderschaft anschauen? Es könnte dich sehr interessieren. Lesen ist für die Schwachen! Ich dachte nur, du fändest diese Aufnahmerituale interessant. Der erste Schritt in der Vierteilung ihres Opfers ist... Moment! Was war das? Ich schaue mir nur gerade an, worauf ich mich freuen kann, wenn ich in die Bruderschaft gewählt werde. Lass sie mich mal sehen. Also, das ist geradezu bösartig. Schau dir das ganze Blut an. Ja, ich freue mich nicht darauf. Einen Augenblick. Zeig mir den Einband. Ha! Das ist der Originalartikel. Schade, dass ich deine Stimme nicht haben kann. Aha! Pass auf, worum du bittest. Betrachte meine Stimme als deine und deinen sofortigen Niedergang. Mohaha! Wir sind so klug. K-L-U-K. Ahoi! Was jetzt? Okay, stimmen wir ab. Ich glaube, ich habe gute Chancen.
Sehr gerne. Meine Herren, unsere Goldlocke hier würde gerne der Bruderschaft beitreten. Klasse. Wir haben Wahlen, meine Lieblingszeit. Bruder Nugi, stimmst du immer noch mit Ja? Mhm. Bruder Moose, was sagst du? Ich schließe mich hier meinem kleinen Sandino an. Ja, rollen wir den roten Teppich aus und tränken ihn mit dem Blut von Flipwoods Folterqualen. Bereitet die Streckbank vor, schmiert die Daumenschrauben. Ach Mann, du bist mir vielleicht einer, Sandino. Ich sage ja, mein Junge hat ein Auge für besonderen Charakter. Na, ausgezeichnet. Ich stimme mit Ja, so sehr es mich auch schmerzt. Braver Mann. Du bist einstimmig gewählt worden und hast eine offizielle Einladung erhalten, der Vereinigten Demokratischen Bruderschaft des Seku-Interieurs beizutreten. Ich nehme an, bekomme ich jetzt eine Schärpe oder eine Anstecknadel? Nein. Willkommen, Bruder. Willkommen. Du sollst in der Hölle schmoren. Ihr Jungs solltet echt über Anstecknadeln nachdenken. Die werden sicher ein Renner. Du hast nun gleich die Ehre, eine der größten Pflichten der Bruderschaft zu übernehmen. Als jüngstes Mitglied bist du der Betreuer der Hörschnecke. Der Schlüssel zu unserem dauerhaften Urlaubsglück. Du zeigst sie mir einfach? Verteidige sie mit deinem Leben, Bruder. Ui. Dann gehe ich mal und zeig die Hörschnecke. Als erstes einfach mal Morgan. Vielleicht mag sie mich dann wieder. Morgan, ich habe die Hörschnecke. Dann geh und tausche sie im Ohrkanal aus, damit wir hier rauskommen. Ich möchte dich nach Flotsam zurückbringen, solange ich noch jung genug bin, um das Kopfgeld zu verprassen. Ach, Morgan. Eine Hörschnecke wäre beschafft. Aha. Wir werden hier in 0, nichts weg sein. Sie ist schon ein Herzchen. Okay, dann packen wir mal die Hörschnecke an Ort und Stelle, wo sie hingehört. Bitte schön, Kumpel. Wow! Ich glaube, wir sind wieder auf Kurs. Ich glaube, ich habe dein Seku-Problem gelöst. Was sagt man dazu? Ich spürte die Rotation unserer Kreatur und sah gleich auf den Kompass. Demnach sind wir wieder auf Kurs. Heiliger Paarungsplatz der Seekühe, wir kommen. Wie haben Sie es geschafft, Ihren Orientierungssinn wiederherzustellen? Lustig, dass du das fragst. Also, ich traf deine alte Besatzung und... Eine Besatzung? Ja, und sie hatten die ganze Zeit die Hörschnecke. Ich tat einfach so, als wollte ich mich ihrem bescheuerten Verband anschließen und... Meine Besatzung! Ja, ja, deine Besatzung, die ganze Zeit quicklebendig. Wer hätte das gedacht? Du hast uns hintergangen! Ja, man könnte sagen, dass ich euch verraten habe. Wir haben dir unser Vertrauen geschenkt. Unfassbar, Mann. Passt auf, Jungs. Ich kann euch das erklären. Ist nicht mehr nötig. Ah, Bug-Eye, die unwahrscheinliche Stimme der Vernunft. Das Vertrauen der Bruderschaft zu enttäuschen, kann nur eine Konsequenz haben. Ein peinliches Gesichtstattoo? Den Tod. Tötet ihn. Heyo! Morgan, Schatz, die Zeit des Tötens ist gekommen. Entschuldige, wie bitte? Ein Trio blutrünstiger Meuterer wird aus diesem Loch in 3, 2... Was habe ich vorhin dazu gesagt, mich um Hilfe zu bitten? 1... Ich werde ihn zerquetschen. Ich könnte eine helfende Hand gebrauchen. Er will sich von einem Mädchen helfen lassen. Bist du mir immer noch wegen des kleinen Kratzers böse, den ich dir auf der Narwal verpasst habe? Es wird langsam eng, Morgan. Ich lass mir doch nicht vorschreiben, wann ich zu kämpfen habe.
Bin doch nicht so ein Hund aus seinem Hinterhof. Genau, Mann. Zeig der Lady gefälligst ein bisschen Respekt, kapiert? Die Meuterer haben dich vorhin Weichei genannt. Nein, das haben wir nicht. Er sagte, du wärst eine welkende Blume. Das hört sich in der Tat nach Guybrush Threepwood an. Und ich war gerade dabei, dir eine Schärpe zu nähen. Was tut dir denn leid? Dass ich die Vermutung hatte, du wärst nicht fähig, die Situation in den Griff zu bekommen. Du bist fähig. Bitte, zeig jetzt diesen Meuterern deine Fähigkeiten. Und? Und du bist eine mächtige Kopfgeldjägerin. Wie lieb von dir. Aber vergisst du da nicht etwas? Schneller, Lakaien! Töten, töten! Hä? Was denn? Oh! Du erhältst das Privileg, eine Waffe zu tragen, zurück. Ich danke dir. Meuterer der Besatzung von Coronado de Cava. Für das Protokoll würde ich gerne festhalten, dass ihr vier gerade im Kampf von einer Frau übermannt wurdet. Also eigentlich überfraut. Was, wie ich vermute, nicht so angenehm war, wie es klingt. Hau ab und lass deinen Fock baumeln, du Verräter! Gut gemacht, Morgan. Danke, Kapitän. Ich meine, danke, Schatz. Nun, Coronado, wie kommen wir von hier weg? Ich bin Ihnen 14 Schritte voraus, Micho. Hier, das müsste genügen. Das ist eine einzigartige Mischung aus panamaischem Pflaumensaft, ostindischen Kaffeebohnen und Butti-Frühstücksflocken. Ein paar Tropfen davon in den Verdauungstrakt des Ungeheuers und schon haben wir unsere Fahrkarte nach oben. Kapiert. Ein paar Tropfen in die größte Gallenansammlung, die ich nur finden kann. Erledigt. Schnell! Alle an Bord! Halt dich an deiner Hose fest! Besuchen Sie den heiligen... Giddy geht's! Es hätte schlimmer sein können. Ernsthaft? Nur eine schnelle Reise durchs Atemloch. Seekühe haben doch gar keine Atemlöcher. Was? Dann... Oh, ja. Giddy geht. Hey, was da unten anbelangt... Ich weiß, ja. Ich war ein ziemlicher Volltrottel. Nein. Na gut, ja. Aber ich wollte anmerken, dass dein Stil gar nicht mal so schlecht ist. Ich bin eben ein stilvoller, mächtiger Pirat. Wie auch immer. Ich arbeite sonst immer allein. Aber wir beide haben ein ganz gutes Team abgegeben. Hey, Turteltäubchen, hört mit dem Quasseln auf. Mein Schatz ist nur noch wenige Pfade von mir entfernt. Oh, und da ist ja auch mein Schiff, die Howler Monkey. Hätte nie gedacht, dass ich es je wiedersehe. Ich habe über den Paarungsplatz und der Höhle von La Esponja Grande Anker geworfen. Wenn jetzt meine treue Besatzung auch nur ein Goldstück wert wäre. Der Star meiner Besatzung besaß nun auch noch die Frechheit, einfach so zu sterben. Wo liegt das Problem? Santino war nicht nur ein erstklassiger Schwertkämpfer, Stierkämpfer und Patissier. Er war auch, und das ist am allerwichtigsten, ein konkurrenzlos guter Flossenschwimmer und Taucher. Es gibt keinen anderen, der zum Paarungsplatz hinabschwimmen könnte. Guybrush kann seinen Atem für 10 Minuten anhalten. Ist das wahr? Ja, diese Fähigkeit habe ich mir an der Uni erworben. Na dann, worauf wartest du dann noch, Bacco? Der Schwarm! Und mach schnell! Oh, ich mag diese Anspielung an Monkey Island 2. Ja, und jetzt besuchen wir den heiligen Paarungsplatz der Seekühe. Okay.
Und den Schwamm, würde ich sagen... Das ganze Zeug in meinen Taschen zieht mich wirklich runter. Den Schwamm, den besorgen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!